So, nach der Pause recht herzlich willkommen zurück zu Vampire. Hat gut getan, haben wir mal kurz eben die Arme abgedingst und mal ein bisschen ne, Wasser in das komische Gesicht. Und ja, lasst uns doch mal schauen. Hier, Bürgermenü, die Dogs. Obwohl wir da nichts gemacht haben, ist es immer noch stabil. Bei 83%, schon mal ganz gut. Und dieser Dyson, dem können wir helfen. Auch wenn er keine Staubsauger herstellt. er leidet ja nur an der Erschöpfung. Blöderweise ist unser Bürger hier beim Pembroke Hospital immer noch nicht wieder gesund, sondern nur stabil, aber auf 87% gestiegen. Das ist schon mal ziemlich geil. So, die sind alle hier in Behandlung gegen Erkältung. Müssen wir echt mal hin, ne? Wir kommen, tut mir leid, Freunde, wir kommen jetzt erstmal nicht hier weg. Wir müssen die alle behandeln. Und wir können sie behandeln. Das ist sogar unsere beiden Süßen hier unten. Cool. Geil. Das ist echt geil. Uns fehlen noch ein paar Hinweise, diverse, aber das ist nicht so schlimm. Was sagst du, Talia? Meine sind sehr ruhige Tiere, aber ich habe mich noch nicht mal verzockt. Und habe irgendwie... Ja. Wenn du dich nicht meldest, die melden sich. Wenn die Hunger haben, auf jeden Fall. So. Wir müssen auf jeden Fall hier bleiben. Dummerweise ist hier Whitechapel, obwohl wir ja hier wirklich aktiv waren. Entschuldigt bitte das Rauschen im Hintergrund. Obwohl wir hier recht aktiv waren, immer noch bedenklich. Auf 79% ist aber auch ein wenig nach oben gegangen. Problem ist, die Leute hier, die scheinen multiple Erkrankungen zu haben. Wir müssen hier auch nochmal durch. Hier ist immer noch die Xiao Shun. Ist immer noch in Whitechapel. So, vielleicht sehen wir. Und die sollte ja auch nach Hause gehen, nach Whitechapel. Die sollte nicht ins Pembroke, die sollte nach Hause. Verdammt. Lungenentzündung war ich auch dabei. Bronchitis. Und hier über das West End haben wir noch gar keine Information. Alles klar, erstmal die Leute hier. Hier im Krankenhaus heilen. So, erstmal eine Runde drin. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn während ich rede irgendwie so ein Rauschen im Hintergrund ist, das sind Autos, die hier über die nasse Straße fahren. Ich kann aber im Moment das Fenster nicht schließen, sonst... brennt mir die Bude ab. Mal gucken, wo sind denn die ganzen Kranken? In einem Krankenhaus sollte man ja Kranken finden. Hier, Erkältung, Pippa. Zap, hin. Helfen wir. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Ich fasse mich auch ganz kurz und stell mal schnell durch. Muss aber leider erstmal am Bann bleiben. Am Ball bleiben, wenn wir. Hier, da. Hä? Will das Krankenhaus verlassen? Pippa. Are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Das ist schwer. Sie sollten stolz auf ihre Leistung sein. Die Patienten brauchen sie. Das ist inakzeptabel. Ja gut, wenn wir das inakzeptabel so aussprechen, wie das eigentlich unser Jean-Luc Picard machen würde, dann wäre ich damit einverstanden. Aber mal ganz ehrlich, Kadaver ist mir egal. Geht so nicht, Freunde. So. Ja. So viel Zeit muss sein. Weil. Bäm, jetzt können wir da auch lesen hier. Mesmerisieren und all so ein Scheiß. Problematisch wird es eventuell noch hier. Nö, geht sogar. Haben wir gut hinbekommen. Sieht gut aus. So, welches Kabel zieht sich hier jetzt gerade lang? Und. Okay. Wir sollten stolz auf ihre Leistungen sein. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment. I feel like we're just a cemetery waiting room. Ja, gut. Verstehe ich. Ist eine scheiß Situation, aber hör mal, wir brauchen wirklich jeden. What steps are you prepared to take to feel more useful?
I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Ah, Moment. Auch hier auf YouTube. Oh, echt? Hat die abgesagt? Oh Mann, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes irgendwie. Ich guck da nachher mal. Hey, danke für die Info. Jetzt habe ich das erst begriffen. Okay. Ganz komisch. Was ist mit Milton Hooks? Hm, der bleibt doch auch hier oder kommt der, den geht er dann auch? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Glaubt man ihren Eid verloren? If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Oh, alles klar. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung die junge Dame gehen möchte. okay. Wenn du meinst, dass Beten mehr hilft, dann bitteschön. Bete. Haben wir noch irgendwas frei bekommen? Nein. Dann helfen wir ihr mal. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Nimm die Pille und dir wird es gleich viel besser gehen. So, Hammer. Die nächsten Kranken, die ist gesund. Die ernährt sich auch. Die ernährt sich ja auch gesund. Gesund. Und gesundem Blut von gesunden. Und gesund, gesund. Die Vampirin ist sowieso gesund. Die beiden sind verstörend. Gebe ich ehrlich zu, der ist gesund. Ach, ich bin richtig guter Heiler. Hier gibt's was. Müsste ich immer hier runter. Prost. Nee, Kadaver, kein Ding. Ich werde die bestimmt auch immer wieder verschieben müssen, ne? Weil mal ist hier was an Anzeige, mal ist da was an Anzeige. Deswegen, ich finde es einfach nur geil, dass du dich meldest und sagst, tu die mal dahin oder so. Völlig in Ordnung. Osmos Thatcher, die geht's nicht so gut. Habe ich gehört? Hier, Migräne. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I'm certain you have your reasons. But let me assure you, wie gut ich den verstehen kann nach meinen Zahnarzt-Odysseen. Und überhaupt so. So mancher Arzt. It would be impolite to refuse your counsel. So, haben wir den. Hier ist sowieso nichts frei, sonst wäre das dabei. Okay. Try to take care of yourself. Take care of yourself. So, jetzt haben wir hier den Milton noch, den müssen wir heilen. Und unsere alte Gwyneth. Müssen wir auch noch heilen. Genauso wie Newton Blight. Der hat auch was. Auch erkältet, der Kleine. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Ja, man tut, was man kann. Ah. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Hm. Schon wieder? Scheint schlimmer Trauma. Das kommt mir vor, als. Aber egal, gehen wir nochmal durch. Far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe? Okay, okay, okay. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then. Oswald's not keen on being inside for too long. Wohlgemerkt, sein Lebensgefährte, der ist nicht nur traumatisiert von dieser eingeschlossenen und von Toten begrabenen Geschichte irgendwie, sondern er ist auch noch traumatisiert, weil er
halt ernsthaft darüber nachgedacht hat? Hm. Wenn das so weitergeht, dann bringe ich meinen Freund um und esse den. Und dass er das halt in Erwägung gezogen hat, das quält ihn. Wie gesagt, ich finde, also das Game ist der Hammer. Die schneiden so viele Kuchen an. Also die Stücke, die kann man alle gar nicht essen. Das ist sehr schwer verdaulich, was die hier anschneiden. Aber es ist nun mal so und es war nun mal so. Goodbye, Mr. Blight. Ah, shit, ich wollte ihn heilen. Halt, heilen. Hello again, Mr. Blight. Hello Dr. again. You're doing your rounds as usual. Kuchen. Der hat Erkältung. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Oh, gar nicht mal so übel, gar nicht mal so übel. Eine gesunde, ne? Vorsicht ist immer. More damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Ah, kommen die jetzt endlich ins Pembroke Hospital, ja? So, du bist am Genesen. Das wäre ja geil. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Und willkommen zurück, Ochi. Grüß dich noch einmal. So, haben wir die Freunde ja eigentlich alle soweit versorgt? Könnten wir uns rein theoretisch entweder nochmal mit desto tiefer fallen sie. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss, damit ich... Schauen wir mal. Ja? Weil das ist diese komische Ecke hier, das ist so... Ahnung, wir kommen da nicht hin. Wir kommen da nicht hin. Oh, da gibt's was. Opium, cool. Nimmt der Opium und Opium den Opium. Was wollte ich? Euch beweisen, dass wir da nicht hinkommen. Nee, Scherz, aber irgendwie, das ist auch super kacke. Hm. Oh, hier gewittert's, wie geil. Wow. Ja, Ochi, wie sieht's bei dir aus? Zieht bei dir vorbei, wa? Weil wir kommen da gar nicht hin. Also zumindest nicht da, wo der Marker erscheint. Aber es wird eventuell wieder so eine Blutlache geben, in die wir uns dann stellen müssen, um irgendwas zu beobachten. Ich denke, das wird sein. Und da wir nur 270 Erfahrungspunkte haben und echt noch ein paar Punkte brauchen. Wir kommen auch nicht durch diese Tür hier zum Beispiel. Was uns eventuell helfen würde. Da wir noch Erfahrungspunkte brauchen, bin ich wirklich dazu geneigt, bald mal ein paar Leute anzuknabbern. Ah, das ist eine Blutlache. Können wir nichts untersuchen oder so. Unser Ziel ist halt hier, ne, ein paar Meter hinter der Mauer. Da kommen wir nicht hin. Unentdecktes Gebiet. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im letzten Stream bin ich mit euch hier schon hilflos hin und her gelaufen. Mir einfach nicht längs. Komm hier durch kein Gebäude. Quarantäne, ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche der lokalen Genehmigung der Gesundheitsbehörden verlassen? Autorisierung PK. Alpha, Beta, Gamma. Quarantäne, Grippe, betreten Sie den Bereich nicht. Yeah! Okay, wir kommen da nicht hin. Keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung, wie wir hier hingeraten sollen. Hingelangen sollen. Wir kommen nicht durch die Tür, die würde uns direkt in den Bereich führen. Der Bereich an sich ist auf der Karte noch gar nicht eröffnet. Vielleicht sind das ja hier die... Ich glaube, es ist der Osten, ne? West End Boys. Dip, 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 dip. Die, 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 die. Müssen wir echt weitermachen mit dem Hauptquest. Mit der Hauptquest.
Machen wir das mal. Der ist ja tot. Ist immer noch krank. Die Gwyneth ist noch nicht. Noch nicht wieder behandelt. Ja, ich meine, die sind in der Nähe. Die Gwyneth. Aber dennoch. Kommen wir eventuell durch die Leichenhalle? Ja, da gibt es auch keinen zweiten Ausgang, ne? Die Leichenhalle ist das Gebäude. Kanalisation wäre das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Habe ich das letzte Mal auch ausprobiert, ne? Ne, ist die Leichenhalle. Da könnten wir nochmal leveln. Bringt uns aber nichts. Rezepte bekommen wir da auch nicht. Also, haben wir erstmal Pause im Ladebildschirm, oder? Hierfür? Nee. Ich dachte gerade, eventuell so eine einzelne Karte, dass man sieht, dass es hier noch was geben könnte oder so. Wir kommen hier wieder hoch. Wir kommen aber runter. Das war ja irgendwie... Oh, okay. Ein paar Rezepte abgreifen. Abzusehen. Ich habe den Sprung noch nicht zugeordnet. Ne, ich glaube nicht. Speer, Autophagie. Warte mal, ich kann die doch auch. Aha, ist das geil. Zack. Ein bisschen rumtesten. Also hier mit denen können wir machen, was wir wollen. Die können uns nichts. Seht ihr ja. Hat uns gerade schon an der Kehle gehangen, dass nichts passiert. Super. So, der hat aber einen ziemlich langen Cooldown, ne? Ja. So, dann haben wir da noch den Speer und die Kralle. Das ist die Kralle. Die würde ich eigentlich lieber nach oben. Weil auf dieser anderen Schultertaste. Wow. Den hier. Der ist viel zu geil, um oben auf der Schultertaste zu liegen. Okay. So. It's locked, alright. It's locked, alright. Ist auch sehr seltsam, dass wir hier oben noch was Abgeschlossenes haben, ne? Also, verschlossen. So, warte mal. Was? Ja, Wind, der ins Zimmer gelangt, der wäre echt cool, ne? Da ich hier aber die Tür zu habe, kann ich keinen Durchzug machen. Aber der Winnie, da wird's. Hey, und jetzt geht's hier im Chat über die Klimaanlage. Talia hat sich so eine kleine Klimaanlage besorgt und hat gefragt, was ist das für eine? Na, wenn es wieder was für mich ist, sagt mir Bescheid, Freunde. Ich mache hier jetzt erstmal ein bisschen Punkte und gucke mich hier noch ein bisschen um, denn schon seltsam, dass wir hier eine geschlossene Türe haben, die auch noch darauf hinweist, dass sie verschlossen ist. Also ich meine, es gibt ja auch so Türen wie hier, die sind ja einfach nur dicht. Also, geschlossen. Und ansonsten nichts, ne? Ja, okay, hier waren wir aber schon drin. Noch höher kommen wir, glaube ich, nicht. Doch. Okay. Warte mal, wir gehen mal kurz hier rüber. Das ist das Festhalten. Kralle. Du
führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Dann wäre ja eigentlich Kralle und der Sprung eine ziemlich geile Kombi. Erst springen, dann Kralle. Motophagie ist okay. Aber ich hätte gerne echt noch mein Speer dabei, weil der Speer ist unbezahlbar. Also, ah ja, den wollte ich gerade ausprobieren, du Sack. Also darf ich gerade nicht. Okay. Aber ich glaube, den muss ich dann auch als Ziel markieren, ne? Das war jetzt nicht so viel Schaden. Kralle, dafür habe ich kein Blut mehr, okay. Okay. Das war ein bisschen unkontrolliert, aber ist machbar. Wenig Blut dann. Mhm. Na klar, der verbraucht Blut. Das ist... weiß ich nicht, ob ich mit der Kombi zufrieden bin. Vielleicht ist der auch noch ein bisschen zu früh da eingesetzt. Also dann lieber doch direkt den Speer dahin. Und hier Lähmung und Autophagie. Weil wir die ja doch schon ein bisschen mehr gelevelt haben und von daher können wir da auch ein bisschen mehr erwarten. Jetzt habe ich natürlich hier, doch, da, hier habe ich schon gesucht. Bin ich wieder runtergegangen, ne? Nee, voll geil, macht ruhig weiter. Da habe ich überhaupt kein Ding mit. Das freut mich sogar, ihr Lieben. Ihr sollt ja nicht nur mit mir quatschen, ihr sollt ja auch untereinander quatschen. Das finde ich super geil und gerade... Wenn es jetzt hier um Abkühlung geht, dann ziehe ich da ja auch meinen Nutzen von. Vielleicht finde ich ja auch noch so eine kleine mobile Klimaanlage, die ich mir unter den Tisch stellen kann, die dann die beiden Rechner kühlt, damit es hier nicht so warm wird. Aber ich muss ehrlich eingestehen, im Moment geht es. Auszuhalten. Gestern Abend ging gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Das war over and out. So, das hier dürfte der Eingangsbereich gewesen sein. War das? Sehr komisches Geräusch. Tja, Tanja, das ist schwer. Das können hier leider nicht alle. Ja, Ochi, ich kenne das sehr gut, Also, deswegen, ich mache meine Let's Plays mittlerweile als Mitschnitt von Streams. Geht nicht anders. Der Tag hat nur 24 Stunden und etwas explizit für YouTube aufzunehmen, ist im Moment schwer. Würde ich dann, wenn ich es demnächst weiterspiele, was ich auch machen werde, bei We Happy View in Angriff nehmen, aber... Moment, kommt YouTube leider nur in Anführungszeichen am Twitch-Futter, aber immerhin so aufgenommen, dass es YouTube-tauglich ist. Wenn ich so diese ganzen Diskussionen und Kommentare immer lese über die Qualität und so. Also für mich ist eigentlich scheißegal, wie die Bild- und ja, die Tonqualität ist schon relativ wichtig, aber die Bildqualität ist mir Wurst. Zumindest als Zuschauer. Wer bist du? Tippett. An dem muss ich auch noch mal ran. Good evening, Dr. Tippett. Aber ich finde die Qualität, die... der Inhalt, der ist wichtiger. So, haben wir da noch was Neues? Hier, Schwester Gwyneth. Ha! Nurse Branigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Branigan with my life.
She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Also er hält genauso große Stücke wie ich auf Gwyneth. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich so eine alte Kräpeltante, ne? Die sind halt alle sehr straight. Ist nur die Frage, in welche Richtung sie straight ist. Und gucken wir mal. Mehr haben wir leider nicht herausbekommen. Aber eventuell haben wir jetzt was Neues für unsere Gwyneth. Gute Alte. Goodbye, Dr. Tibbetts. Ja, auch hier, wenn es rein nach qualitativ, ne, hier technisch und so, ne, dann wärst du bestimmt unter den Top 100. Wenn nicht sogar Top 50. Aber, ach, geht's nicht. Ist vielleicht auch gut so. Uns hätten einige gar keine Chancen. So, ja, schön. Was hatte ich vor? Eigentlich das Ding dann zu untersuchen. Was aber nicht geht, komischerweise. Wir haben, warte mal. In Whitechapel noch zwei Leute, denen wir mal eben was drücken müssen, damit es denen besser geht. Gwyneth und... Ja. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Das ist immer so süß. Haben wir was Neues frei bei ihm? Yo! Ei, wegen Pippa. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where Gute is it Frage. Safe? Könnt ihr nach Europa gehen? Goodbye, Milton. Good evening. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Yep, immer noch dabei. Diesmal deins. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Der Vampirtank ist auch fast leer. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen Blut. Aber gleich. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Sehr schön. Wie gut. Goodbye, Milton. Dann haben wir noch unsere Gwyneth. Die hängt hier wieder irgendwo draußen rum. 100 Pro. Ist in irgendeinem der Zelte oder vielleicht doch drinnen wieder neues Material besorgen. Da war sie gerade, ne? Oder? Dann ist hier drin, okay. Ist selten für sie, aber... Ja, wir haben immer noch nicht in Erfahrung gebracht, was hier wirklich los ist, ne? Ich meine, wir wissen jetzt so mittlerweile, dass der eine Typ wohl zum Skal geworden ist und hat dann hier die Dingens abgemeuchelt. Aber wir haben keine Quest bekommen, kein gar nicht. Hä? Gwyneth! 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 Nix. Gerne rauchen? Auch nicht. Ziemlich seltsam. Elwood, Warcraft, ja, hängen die beiden wieder zusammen. Leuchtet der so? Macht doch irgendwas. Ja, ich soll den beobachten. Why is this so difficult every time?
Goldener Schuss. That is better. That is better. I will make it through one more night. Ja, das wird aber dann kein Heroin sein können dürfen. Wer war das jetzt? Oh! Wer war das jetzt? Tippets? Ach, scheiße. Echt? Das ist kacke. Finde Sean Hampton an den East End Docks? Aha. Achso, das ist unsere Hauptquest, ne? Das ist doof. Ja, okay. Alles klar, das wäre die Hauptquest. Die hier können wir nicht erledigen. Aber vielleicht, ne, wenn wir hier weiter sind, kommen wir denn hier in ein neues Gebiet. Das wäre ja vielleicht auch mal irgendwie. Sollte ich in Betracht ziehen. Oh, warte mal. So. Das sollte ich in Betracht ziehen, ne? Irgendwie, oder? Schon. Müssen wir aber erstmal mit dem Tippets reden. So geht das nicht, Freund. Ansonsten muss ich dich aussaugen. Will dann auch einen Rausch kriegen? Warum ich das gerade wusste, dass der da irgendwas macht, dann leuchten die Herzen. Da ist die... Da ist sie. Die tut das. Ich bin noch nicht mal hübsch. Weiß. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Vampir. Bring. So, Pippa, hör mal. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. Yeah, I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Ja, da muss ich mich nur mal einblenden. Ja, was ich immer alles vergesse. Zum Glück ist der weise Kadavermeister und sagt dann immer, einblenden, dies, jenes, welches. Aber mal ganz ehrlich, Freunde. Schon wieder ein Stück Kuchen aus der Realität. Habe ich schon mal erzählt, aber ist ja nicht so wild. Einer der besten Ärzte, Nerven- und Gesichtschirurg im Endeffekt, berühmt geworden dadurch, dass so eine Riesenverwachsung aus dem Gesicht direkt am Gesichtsnerv entlang professionell entfernt wurde, keine Gesichtslähmung auftrat und der Gesichtsnerv erhalten blieb, war auch ungefähr so um diese Zeit. Und dieser Arzt wurde richtig berühmt. War aber eine Frau, wie sich später herausstellte. Und Frauen durften zu der Zeit dann noch nicht mal studieren, also Scheiß. Ja, Wahlrecht hatten sie da gerade, aber vielleicht nur wie zwischen Rüschen und Glatt. Stehst du? Und Homosexualität wie die beiden Jungs da unten. Ha! Tod! Nix CSD. Ja, doch, CSD, auf eine andere Art und Weise, Freunde. Ja, bunt. Blaue Flecken bunt. Nee, muss nicht sein. Echt scheiße, die Zeit, in der die leben. Und wenn sie wirklich so begabt ist, ja, dann, verstehe ich eine Menge Frust. Aber bei dem Umfeld mit dem Swansea als Chef, verstehe ich das nicht so ganz. Müsste eigentlich machbar sein. Okay, tauchen wir mal wieder ein hier. Sie haben meine Unterstützung, falsche Zeit, falscher Ort. Ja, leider falscher Zeit, falscher Ort. Sie irren sich, ist totaler Quark. Sie haben meine Unterstützung natürlich. Have you heard of Elizabeth Blackwell? War das vielleicht sogar Elizabeth Blackwell? Ich weiß es nicht, Freunde. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin or wealth. That's all I'm saying. Ja, und damit ist die ultramodern, die junge Dame, oder? Ultramodern. Also ich meine, wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, dann leben so einige Länder um uns herum doch noch so 200-300 Jahre in der Vergangenheit. Schämt euch, Freunde. Wir sind im Jahr 2000 lange angekommen. Tell me, nurse. Did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Until the day he confessed to me. Mann, 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 Mann.
Die wusste und hat ihn gedeckt. Naja, auch wieder so eine Sache. Steh ich. Steh ich voll. Weil der Tippets ist echt in Ordnung. Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed. But I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? Ja, alles gut. I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. Ja, und auch ich werde mir da kein festes Dings machen. Also bei vielen Spielen werde ich eventuell sogar die Kamera komplett rauslassen, weil das Game einfach zu krass ist oder zu geil ist. Oder, ne? Weil so Zwischensequenzen würde ich die eigentlich auch gerne rausnehmen, damit man sich komplett darauf konzentrieren kann und mitlesen kann. Vergesse ich gerne auch mal. Aber jetzt im Moment bin ich euch ja am Zutexten und da ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich denn da, ne? Sind Sie nicht besorgt? Ja, das ist nämlich so eine Sache, ne? Do you approve of his addiction? Of course I don't approve. But I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction for now, but we must remain vigilant. Kontrolle über eine Sucht. Sicher. Ich hab das alles unter Kontrolle. Niemand will eine Mauer errichten. Nein, Scherz, das passt jetzt gar nicht. Ich weiß. Ja, völlig unpassend. So, 82 Meter kriegen wir immer noch nicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass das damit zu tun hat. Echt übel aus. How may I help you, Jonathan? Bei der kann ich auch hier nicht nix untersuchen oder so. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Kann ja auch kein Mittelchen geben. So, dann haben wir aber jetzt eigentlich alle Leute hier in dem Bezirkbereich. Die Gwyneth, die habe ich ausgequetscht, aber mal wieder. Ah, weißt du, ich habe sie mal wieder nur benutzt. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Hello again. Jo, haben wir noch. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Die nimmt von uns nichts, ne? Doch. Nurse, ich hatte you won't be able to help people if you're sick. Take this and do try to get some rest. Okay, ich ruhe mich was aus. Dr. Reed. Thank you. Ja. So, haben wir. Good evening, Nurse. Call me if you need assistance. If you need assistance, call me. Damit haben wir jetzt aber alle Kranken versorgt, ne? Haben wir. Gut. Aufgabe wäre, finde die Todesursache heraus. Keine Ahnung. Wir werden jetzt aber trotzdem mal mit dem Tippett reden müssen. Weil so geht's ja nicht, Freunde, ne? Pippa. Überall, wo ich hingucke, sehe ich Pippa. Dana. Gar keine Leute unterwegs. Was ist mit euch los hier? Was ist das für ein Krankenhaus? Kein Arzt, weit und breit. Jetzt bin ich im Abstellraum. La, 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 la. Freud, Goswick. Sohn, Strickland. Irgendwo ein Herzchen, das hell leuchtet. Das müssten wir dann direkt mal in Augenschein nehmen. Nix. Ist der raus, eine Piefen oder was? Ja. Was würde wohl passieren, wenn wir den Kleinen wegschnabulieren? Tippet, hör man doch. Mit wem steht denn der hier? Schon wieder mit der Gwyneth, okay? Die unterhalten sich bestimmt. Doctor, any good news to share? Naja, Talia. Nikotin.
Wird im Moment alles so ein bisschen heiß gekocht, aber so heiß wird es nicht gegessen. Nikotin wird sogar zurzeit bei Studien eingesetzt bei diesem Tremor, den man hat. Relativ erfolgreich. Und Nikotin ist eigentlich in jedem Schattengewächs vorhanden. Schattengewächs. Apfel, Kirsche und so weiter. Nikotin an sich gar nicht so wild. Leider muss ich da wieder mit Paracelsus kommen. Die Dosis macht das Gift. Und wenn du auf Nikotinsucht oder Tabaksucht hindeutest, so dann, ja, gibt's nicht. Es gibt keine Nikotinsucht. Das ist Quatsch. Das ist ähnlich wie die harte Abhängigkeit von Hasch. Aber das gehört jetzt nicht hierhin. Nur mal so nebenbei. Es gibt viel Scheiße, die erzählt wird. Die nehmen Drogen. I know you're taking drugs. Aber ich frage mich, was er nimmt. Why take such a risk? I need it to endure the long shifts. We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. Wenn du mir darauf anspielst, dass Zigaretten an Soldaten verteilt wurden, ja, es wurde hier auch in Deutschland Pervitin, also Speed oder Crystal Meth, wie du es immer nennen möchtest, also ein Amphetamin, verteilt für die Piloten und für die Soldaten, damit die weniger Angst haben und besser töten können. Nur so nebenbei. Zigaretten wurden genauso an GIs verteilt, mit der Begründung, beruhigt sie. Ist gut für sie. Vertrauen sie mir. So. Wie können sie so verantwortungslos sein? Ja, ist ja auch in einer gewissen Weise verantwortungslos, weil der Typ steht neben sich. Egal, wie sehr er glaubt, er hätte sich unter Kontrolle oder wie fit er sein mag. Einer objektiven Beurteilung hält das nicht stand. Und von daher ist er verdammt verantwortungslos. Die könnten dafür entlassen werden, ist eine Farce in der Gegend und zu der Zeit. Das ist so uninteressant. Das kann keine langfristige Lösung. Das wäre eine Sache, wo man ihm dann sagt, hör mal, okay, ich verstehe, kann es aber nicht akzeptieren. Lass mal gucken, dass wir langfristig einen anderen Weg für dich finden. Wie wär's mit Ausruhen und Schlaf? I understand the gesture, Doctor. An immediate answer to an emergency situation. But this can't be a long-term solution. Thank you for your understanding, my dear colleague. And be assured, I have total control of my consumption. Und schon wieder bin ich zurück, wo wir das Gespräch noch... Ja, da ist ja vorbei. Hast vollkommen recht, Talia. Nein, war kein dummes Beispiel, war ein cooles Beispiel. Da hast du mich wenigstens in einen coolen Redeschwall versetzt. Einfach mal, ne, das ist cool. Und du hast natürlich recht, früher zur Pest haben diese Pestärzte mit Quecksilber versucht zu heilen. Wir wissen natürlich, was Quecksilber so alles macht und dass es sich im Körper anreicht hat und so weiter, aber man kann es ja mal probieren, ne? Und es gilt ja immer noch, wer heilt, hat recht. Es wurden aber auch noch in jüngeren Zeiten diverse Experimente von Hofärzten oder hohen Politikern. Ich glaube, da sind einige dabei, das sind ganz schöne Versuchskaninchen. Ja, und Opium für Kinder, das haben wir doch heute auch. Denkst du etwa wirklich, jedes ADHS diagnostiziert hätte ADHS? Also, Freunde, bitte. Bitte. Nur weil es heute ein bisschen sanfter abgeht und dass die Leute nicht direkt dran krepieren. Sehr früher auch nicht immer. Hat ja immer ein bisschen gedauert. Na, also... Klar, früher war das auf jeden Fall scheiße. Ich würde zu der Zeit auf keinen Fall zu irgendeinem Zahnarzt gehen oder so. Aber auch heute ist nicht alles so toll. Leider. Aber hey, wie sagt man immer so schön? Der Verbraucher wünscht es ja. Das hat's ja selber schuld. So, lass uns mal weitermachen hier in Wimper, ja? Gut, wir haben... Goodbye, Dr. Tippett. Wir werden sehen, was wir mit ihm machen. Also wir werden ihn mal ein bisschen im Auge behalten. Ist aber auch eine scheiß Situation für die Leute hier. Überlegt euch das mal. Da hat der Erste Weltkrieg vorbei. Dann kommt da eine Grippe, die weder Alte und Kranke oder Junge, ja, Junge schon. Also keine geschwächten Leute hinrafft, sondern vor Kraft strotzende Männer. Boom.
3 Tage später tot. Keiner weiß, was los ist. Medizin? Für den Arsch. Die schröpfen ja noch. Ich meine, heutzutage mal, das ist ja auch schon wieder... Und es ist ja auch mal nicht schlecht, mal ein bisschen Blut zu lassen, ne? Aber, Freunde... Gut, so. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, wir gehen mal weiter im Hauptquest. Da habe ich echt Bock drauf. Ist mir bewusst, dass wir da nicht über die Mauer kommen. Ich glaube, wir haben hier alle geheilt. Wir haben jetzt auch mit allen interessanten Leuten eigentlich gequatscht. Hi, Baby, wie geht's dir? Alter, alles klar? Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Yes. Goodbye, Mr. Blight. Können wir nichts mehr machen? Take care of yourself. Für YouTube würde ich sagen, Kinder, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, yeah. Bis.